Hallo und willkommen zurück zu Orcs Must Die. Ich habe mich ein kleines bisschen umentschieden, und zwar möchte ich eigentlich das Projekt jetzt relativ schnell zu Ende kriegen. Deshalb werden wir auf Leerlegen spielen. Ihr seht ja die Level trotzdem, die Fällen werden einfach nur ein bisschen einfacher. Ja. Und wie gesagt, also ich möchte gucken, dass ich das so in 3 Folgen, vielleicht auch 4 runterkriege, die Level. Einfach, damit ich dann direkt mit dem Nachfolgeprojekt starten kann. Und deshalb gucken wir uns Double Trouble mal an. So, was haben wir denn hier? Ziemlich viel. Okay, hier auch Säurefallen. Ein Portal auf die andere Seite und hier nochmal genau das gleiche. Okay. Hier geht's runter, da hinten geht's auch runter. Okay, das ist ein bisschen. Was könnte man denn hier mal bauen? Ja, ihr seht schon, wir kriegen keine neuen Fallen mehr. Und wir kriegen neue Gegner, die Zyklopenmagier. Ziemlich fiese Gegner. Fieser Fernkämpfer, ja, das beschreibt es ganz gut. Es kommen auch wieder Runner, das heißt, wir nehmen unseren Blitzring mit. Ich glaube, Bogenschütze bringen hier in dem Level nichts, die Balliste, aber auf jeden Fall. Ich nehme mal noch die Schwungkeule und Attrappen mit. Und mal Krawumfässer. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Fangen wir hier erstmal an. Ich hoffe, dass die Orks hier zuerst kommen. Ich glaube, wir haben ja hier auch gestartet, also ich denke mal, dass die hier kommen. So, und dann können wir eigentlich auch noch ein kleines Karwumfass hier aufstellen. So. Was kommt denn da? Hallo. So, erstmal ein bisschen Zielschießen machen wir da hier. Na, verdammt. Ich hatte gehofft, dass wir mehr treffen. Ups. Okay, da habe ich volle Kanüle aufs Fass geschossen. Wollte ich eigentlich nicht. So. Ja, was macht ihn da hinten noch? Außer dumm rumstehen. Gut. Das hier ist für dich, alter Mann. Ah, ich befürchte, es geht jetzt hier weiter, ne? Das wird Sie überraschen. So. Hier natürlich nochmal genau das gleiche. Orks nach Orks. Wunderschön genau durchgezielt. War natürlich auch genauso geplant, also, ne? Kennt ihr ja von mir. Also, als ob ich jemals irgendwo treffen würde, was ich nicht treffen wollen würde, ne? So. Außerdem auch einer der Gründe, weshalb ich auf Lehrling spiele, ist nicht, dass es schneller geht, sondern auch einfach, weil ich mir sicher sein kann, das verkacke ich nicht. Ich kann zwar maximal 2 Schädel freispielen, jeweils pro Level. Aber wir können, glaube ich, eh nicht mehr so viel sinnvolle Dinge verbessern. Deshalb werden wir es dabei belassen. Ja, das war voll gewollt. So. Ach, Läufer. Hallo. Okay. Nervige kleine Ratten. Da scheint keiner durchgekommen zu sein. Das ist natürlich schon mal sehr angenehm. Gott. Dafür kommen hier Armbrustschützen. Sehr schön getroffen. Da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Moment. So, wunderschön. Endlich mal jemand, der meine Skills hier zu schätzen weiß. So. Halten wir doch mal fett rein hier. Hallo. Also ich vermute gerade, einfach spaßeshalber, weil ich noch keinen einzigen gesehen habe, es gibt hier keine Orks mit Schilden auf Leerling. Scheinbar. Oh, hat er trotzdem noch getroffen. So, Kopfschuss. Tot. Wie gefällt euch das? So.
Dann bauen wir mal weiter. So, auch hier. Ich glaube, dann können wir nachher einfach schon mal anfangen mit den Ballisten. Einfach, weil ich es kann. So, oh Gott. Noch mehr Armbrustschützen. Und Knolljäger. Okay, das löst also auch das Fass aus. Hi. Aha, voll im Kopf. Na, lass mich in Ruhe. Komm, stirb einfach. Dankeschön. Ja, ihr werdet bald mal sehen, wie die Knolljäger im zweiten Teil aussehen. Der kommt ja direkt hier im Anschluss. Und ich muss sagen, mir gefällt das Design aus dem zweiten Teil echt besser. Da sehen die noch ein bisschen brutaler und auch eigentlich auch schneller aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob sie schneller sind, aber sie kommen mir auf jeden Fall so vor. So, da hinten war eine Münze, die möchten wir natürlich trotzdem haben. Dann einmal so. Und auch hier. Wollen uns ja nicht lumpen lassen. Und schon wieder kommen Läufer. Was wollen die denn alle hier? So, hier kommen ab jetzt wieder Orks. Dann kann ich mal schnell hier rüber gehen. Den Läufer noch aufhalten. Mein Fass mal wieder hinstellen. Boom. So. Auch hier. Einfach mal reinhalten. So. Dann wollen wir doch mal was. Ah, da hinten kommen natürlich viele durch, aber das ist nicht schlimm. Oh, schade. Ich dachte, es hätte geklappt. Dann mal kurz Feuerball rein. So eine Feuerball-Junge. So. Na komm. Dankeschön. Und nur noch ihr hier. Was wollt ihr eigentlich? Und so. Ich muss gleich kotzen. Kotzen bitte woanders, danke. So. Etwas Feines für dich. Sieht gut aus. Was haben wir denn hier jetzt? Okay, ich sehe auch noch keine Zyklopenmagier. Das finde ich persönlich gar nicht mal schlimm. Aber ich höre Knolljäger. So, das wollte ich haben. So. Da unten kommen wieder Knolljäger. Die kriegen hier schön auf die Schnauze. Ich finde es auch sehr cool, dass... Also, das heißt cool, ich finde es merkwürdig, dass die einfach durch den Spalt laufen können, ohne... Halt, ne, ihr wisst, was ich meine. Also ohne, dass der Schaden nimmt, weil die einfach auf mich wollen. So, irgendwas kommt da. Ah, es ist nur ein Ork, das ist ja... Okay, kein Thema. Kein Stress hier. So. Aber ich frage mich, wo die Ogermagier bleiben. Beziehungsweise Zyklopenmagier. Ogermagier ist wer anders. Beziehungsweise Ogermagi. Das ist nämlich ein Dota-Held, aber... Naja. Schweifen wir nicht ab, töten wir weitere Orks. So. Hier kann ich... Konnte ich gerade noch irgendwo eine reinsetzen? Nee, so weit oben möchte ich die nicht haben. So. Und natürlich noch auf die andere Seite. Wo geht er denn jetzt hier so? Mal spaßhalber. Gar nicht. Sehr gut. Nicht. Na gut, dann, ich glaube nicht, dass die von da oben treffen würden. Muss ich die leider da anbringen? Aber für Orks. Na gut, dann gib ihm.
wollte gerade sagen, du bist so schnell, du musst doch mal ein Läufer sein, oder? So. Vorteil ist natürlich, die Ballisten können auch ganz gut die Läufer ausschalten. Zumindest teilweise. Da hinten kommt einer durch, aber... Moment. Zwei. Das haben wir gleich. So. Oh, nee, doch nicht. Moment. Halt, halt, halt. Da geblieben. Dankeschön. So. Hallo. Die können da trotzdem schön um die Ecke schießen. Wundervoll. So, nächste Welle. Ich glaube, ich nutze mal aus, dass es hier runter geht. Sieht gut aus. Setze ich hier noch Ballisten hin. Wow. Ah, da sind sie. Da sind die Ogermagier, Zyklopenmagier. Warum sage ich dauernd Oger? Es sind keine Oger. Ja, da kommt jetzt gerade eine Kugel. Geh weg. Verdammt, das hat mich noch getroffen. Ja, das Problem ist, stand ja auch schon in der Beschreibung, die sind zielsuchend. Ergo sind die ziemlich lästig. So. So. Und da kommt nur noch ein Gegner. Was bist du denn? Ach, ich dachte schon, das wäre was Ernstes hier. Kommt einfach nur noch ein dämlicher Ork. So. Aber weil ich sie natürlich nicht umsonst mitgenommen haben will. Ich wollte die eigentlich da hinsetzen, aber gut, da geht auch. So. Dann. Guten Tag. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So. Oh. Ich wollte gerade sagen, das war nur der Neujäger hier. Der da gerade durchgekommen ist. Aber wie ihr seht schon, die schießen wirklich auch darunter. Also genau wie es von mir geplant war. Mohaha. Ich bin ein strategisches Genie. Manchmal. So. Ja, da hat die Schwungkeule den Rest erledigt. So. Dann können wir einfach doch mal bei den Weberinnen vorbeigucken. Umarmt die Dunkelheit in euch. War das nicht ein Spruch des Sith? Also Sith. Ist das alles? Ich kann kein TH. Aha. So. Ich muss auch sagen, ich finde es natürlich schade, dass es hier keine Mana-Potions gibt. Also keine Mana-Tränke. Das heißt, man muss immer warten, bis sein Mana wieder komplett aufgefüllt ist. So, wunderschön hier. Und die Fallen können natürlich auch noch den Rest erledigen. Wer will mehr Fallen? Ich! Ich! So. Dankeschön. So. Nächste Welle. Vorletzte schon. Könnt ihr auch spaßeshalber gleich einfach nochmal so ein Gewitter aufsetzen, ne? Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch mit mehr Läufern gerechnet. Dass die jetzt hier so in einzelnen Etappen langkommen, ist ja... So, erstmal ein Gewitter setzen. Tontauben schießen! Das war die zählen komischerweise nicht für Tötung durch Fallen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht weil ich selber auslösen muss. Also. Q
Keine Ahnung. Hallo. So. Sehr schön. Ja, ja, rest in pieces. So, letzte Welle. Kommen jetzt vielleicht nochmal ein paar mehr zu Clubmagier. Irgendwie waren das ein paar wenige, die da kamen. Ich habe nämlich mit mehr gerechnet. Ich meine, okay, wir spielen auf Lehrling, da kommen wahrscheinlich dann auch einfach nicht so viele, aber da kommen schon wieder welche. Ja, man, wie immer, man muss einfach nur mal meckern hier. Und sogar noch neue Jäger dazu. Ja, lecko mio. Flup weg. Futsch weg, Ware. Mal gucken, was hältst du denn so von der Säure? Nicht viel, das finde ich gut. So, dann gibt es da hinten noch ein bisschen Keile. Da kommen noch Läufer. Von hinten kommt nichts mehr. Von vorne kommt nur noch dieser Ork. Und dieser Ork. Entschuldigung, hab dich übersehen. Wunderschön. Ja, geschafft. Zwei Schädel sollten wir haben. Ja. Wie gesagt, Verbesserungen. Ich frage mich, warum hier das Ganze noch frei ist. Das sind ja teilweise auch die Waffen, das ist klar. Aber hätte man... Warum kann man die Waffen eigentlich auch nicht verbessern? Das finde ich doch Käse. Wir haben 7, könnten uns eh nichts leisten. Aber, naja. Gut, fahren wir fort. Weil ich finde, wir können auch ruhig noch den umgekehrten Turm. Okay, kommen die jetzt von oben und wollen nach unten, oder wie? So, gucken wir doch mal. Ja. Wie ich es gerade gesagt habe. Sie kommen von oben und wollen nach unten. Okay. Wir wollen sie trotzdem natürlich schön hier aufhalten erstmal. So als erste Verteidigungsposition, weil da auf jeden Fall und halt da oben auch Leute rauskommen. Ich kann demnach leider die Balliste nicht effektiv benutzen. Zumindest nur bedingt effektiv. Das ist schade. Ich mag die Balliste. Gut, es kommen Frostflughunde. Okay. Die sind neu. Feueroger, Koboldzerpörer, also wir nehmen wieder keine Barrikaden mit, aber wir nehmen die Bogenschützen diesmal wieder mit. Standardfallen, die Balliste noch. Den Windgürtel, der ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und... nehmen wir die Schwefelfalle noch mit. Die haben wir in dem Level für das Level gekriegt damals. Dann können wir die jetzt auch wieder mitnehmen. Etwas Feines für dich. So, hier kommen wir nämlich ganz schön. Das wird schön eng für die Gegner. Dann das wird klasse. Brezen wir hier mal so hin. So. Natürlich kommen sie zuerst von ganz oben. So, prügeln wir uns wieder durch. Kuckuck. So. Na, das ist ja... ja. Komm, ich will doch einfach nur eine Feuerwand setzen. Dankeschön. Der Ork sagt es schon, passt in der Schule besser auf, sonst werdet ihr zu dummen Orks. So als Menschen. Klingt komisch, ist aber so. Gut, wir können nachher hier auch... na, das ist gar nicht mal schlecht, da können wir nachher hier ein paar Ballisten hinsetzen oder so. Damit die Gegner ein bisschen auf die Nase kriegen. Schon mal vorher. Damit wir da unten nicht so einen ganz engen Pass haben für alle Gegner. Dass schon mal zumindest ein paar vorher abgehalten werden. Aber natürlich wollen wir auch die Bogenschützen nicht vergessen. Aber erstmal die Webrand des Stahls. Lasst uns anfangen. Das gefällt mir. So, jetzt kommen sie eh von da, ne? Achtung, Flieger! Ah, okay. Die
Flieger kommen, also von hier oben wirklich. Hm, okay. Gut, hätten wir das auch geklärt, weil ich habe mich auch gewundert, wo die Flieger herkommen sollen, aber ja, aus dem Dach ist irgendwie am logischsten, ne? Sie sind oben. Ja, das ist logisch, dass sie oben sind. Sie sollen ja auch, kommen ja auch von oben. Wieso Chill-Menschen? Nur weil du stirbst, oder was? Denkst du, du bist uns nach deinem Tode los? Nope. Dämliche Frostviecher. So. Na komm, du stirbst. So. Mistviecher. Ja, die können natürlich leider unsere Bogenschützen angreifen. Aber das ist zu verkraften. Die stehen ja nachher auch wieder auf, also so ist es ja nicht. Ich will nach Hause. Na kommt. Was braucht ihr denn so lange? So. Wenn ihr bis hier hinten kommt, seid ihr gut. Da ist die Ziellinie. So, wie schafft hat keiner von euch. Aha. So. Du noch. So. Ja, egal. Und es kommen mal wieder ganze Horden an Orks. Einfach mal ein bisschen von der Ferne draufhalten. So. Ich könnte natürlich auch... Ah ne, hier geht's nicht. Das wäre natürlich cool, wenn ich hier direkt auch Ballisten hinsetzen könnte. Und da kommen Pioniere. Aha. Ey. Dankeschön. Das wollte ich die ganze Zeit erreichen. Irgendwie habe ich die nicht getroffen. Aber wir sind hier mit so einem fetten Fass auf dem Rücken gar nicht schwer zu treffen. Kommt. Okay, zu früh. Zu früh, zu früh. Ganz genau. So kann man natürlich auch relativ einfach die Ogre und so töten. Ich diene dem Orden. Nennt mir ein Ziel. So. Dennoch. Und jetzt kommen sie auch aus der anderen Tür. Da kann ich dann... Läufer. Okay, dann machen wir das gerade mal kurz. So. Knolljäger. Ja, der Vorteil ist... Nein. Oh. Ich musste gerade mal weg. Was? Seit wann gibt's Fallschaden in dem Spiel? Der ist neu! Uncool! Also eigentlich gibt's keinen Fallschaden in dem Spiel. Gab's zumindest vorher nie. Damit habe ich nicht gerechnet. Das kam überraschend. Das ist nicht cool. So. Knolljäger können mir hier nichts. Da oben. Ich kann nicht so hoch zielen. Das ist uncool. Wo hast du gerade hingeschossen? Ui, macht aber gar nicht mal wenig Fallschaden hier. So. Können ja mal gucken. Flupp. Okay. Ich wage zu bezweifeln, dass wir die hochheben können.
Komischerweise habe ich da jetzt gerade keinen Fallschaden gekriegt. So, gucken wir nochmal. Wo ist denn der Ogre gelandet? Ah, okay, er ist schon tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann die noch dahin. Mehr können wir uns davon gerade nicht leisten. Dann kleistern wir das da hinten mal ein bisschen mit Schwefelfallen zu. So. Da nochmal ein Feuerball rein. So. Hier schön aufpassen, dass wir nicht nach Möglichkeiten den Baumstamm erwischen. Den möchte ich nämlich noch ein bisschen behalten. Falls es mal voll wird hier. Ich meine, wir haben noch 6 Wellen vor uns. Da kann noch einiges kommen. So. Die Ballisten können die mal erledigen. Oder meine Bogenschützen, je nachdem, wer das machen möchte gerade. Okay. Ich würde sagen, warten wir mal kurz und geben den. So. Oh, das sind sogar noch 2 Feueroger. Halleluja. Das sind aber gar nicht mal wenige hier. So, und Dankeschön. Gestellt und erledigt. So. Obwohl. Ja, die beiden verticken wir nochmal. Und nehmen uns den Schutz der Wächter schon mal mit. Na gut, dann. Dann haben wir nämlich gleich Feuerpfeile für die Bogenschützen. Und da kommen natürlich auch direkt die Feueroger wieder. Achtung, Flieger! Wieder scheint sich eine Dingens in die Wand gewackt zu haben. Eine Münze. Oder in den Boden, besser gesagt. Halten wir die mal schön auf hier. Na komm. So, hier liegt noch eine Münze für mich. Guten Tag. So. Dann können wir uns gleich noch ein bisschen was kaufen. Ich gehe mich mal heilen und warte hier unten auf die Gegner. Halt. Und jetzt können wir mal gucken. Angeblich ist da irgendwo die... Da liegt die Münze. 300 sind das. Schweine! Ach, das kriegen wir auch schon noch hin. So. Die Feuerpfeile und das hier. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet. Dann hast du halt damit gerechnet. Mein Gott, ist das mein Problem. Ich denke nicht. So. Ja, gehen wir mal in hier drauf und dann setzen wir da noch ein paar Bogenschützen hin. Die halten wir mit der Balliste wieder auf. Das kriegen wir schön hin. Und flupp. So. Dankeschön, Dankeschön. Und nach da. Hier ist da Party angesagt. Da kann man schöne Trefferserien erzielen. Wie ihr seht, na, 8er Treffersträhne ist ja schon mal nicht schlecht, ne? So, haben wir noch ein bisschen Platz dafür. Ein paar weitere Bogenschützen. Gucken wir doch mal. Natürlich haben wir noch Platz. So. Ah, da kommen wieder Läufer. Die halten wir doch auf.
Jetzt machen wir mal den Sturm hin. Okay, der scheint gar nicht mal so gut gegen die Läufer zu sein. Oder bedingt gut. So. Oh, der Blitzring macht auch gar nicht mal so schlechten Schaden gegen die Ober und so. Guck mal. So. Und Gnolljäger. Kann ich den nennen? Ja, kann ich. Geil. Das ist natürlich dann relativ einfach. Kriegen wir zwar die Münzen nicht, aber... Ja, kann ich auch eben. War zu erwarten. Die sind halt einfach zu fett, die Feuerogre. Zu fett sind die. Entschuldigung, da musste ich gerade mal husten. Die halten hier schön rein. Meine Güte, brauchen die lange. Ich meine, okay, ja, es sind Feueroger und die schießen mit Feuerpfeilen, aber... Nennt mir ein Ziel. Mein Bogen ist euer. Eine Richtung. Mein Bogen gibt es ist euer. Etwa kein Wächterober? Keine Wächterobergrenze? Nennt mir eine Richtung. Oder ist die einfach nur so krass hoch? Also im zweiten Teil kann man nicht unendlich viele Wächter bauen. Ich glaube, das ist auf 20 oder so beschränkt. Na. Nennt mir eine Richtung. Gucken wir mal. So. Achtung! Flieger! Na. So wollte ich das haben. Oh Gott. Ihr seid ein paar viele. Das ging flott. Na komm. Oh, das hat sicher wehgetan. So. Na, okay, es gibt doch eine Höchstgrenze. Aber ich glaube, das sind mehr als 20 Bogenschützen, die wir hier haben. So. Wunderschön. Wo sind denn da noch zwei Flieger oder wie? Ah, ne, hier. Nur zwei. Ach, was wollt ihr denn noch? Ihr könnt doch eh nichts. Guck, du bist schon tot. So, da. Siehst du, du wusstest es noch nicht. Haha, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Na, 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 na. Dankeschön. Ja, pflanzen wir noch ein paar Teerfallen, weil wir haben es ja. Wie Baldrian, aber für Orks. So. Gucken wir doch mal. Ah, von oben kommen wieder Läufer scheinbar. Ja. Hab ich's mir gedacht. Hauen wir sie weg. Also ich muss sagen, der Blitzring ist echt super gegen die Läufer. Ich meine, okay, der Flammenball ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise die Flammenarmschiene. Aber persönlich bevorzuge trotzdem immer noch... Wow. Euch nicht. So, und so und... Die nehmen wir uns nochmal. Knallen den da ab. So, und da kommen natürlich auch direkt wieder neue, weil waren ja gerade nicht irgendwie schon 5 Stück oder so. Hi. Ausgetrickst. So, dann schießen wir die mal noch zu Klump. Sacken uns das Gold ein und dann gehen wir den letzten besuchen.
Die halten ja schon nicht wenig aus, ne? Muss man ihnen ja lassen. Ich meine, wie gesagt, okay, ich greife sie, beziehungsweise meine Fallen und meine Wächter greifen mit Feuer selber an. Das sind Feuerviecher, die sind wahrscheinlich ein bisschen nicht so anfällig dagegen. Ihr werdet zurückkommen. Nö, werde ich nicht, weil ich kann... Ihr wisst am doch. Besten, was ihr wollt. Okay. Ich kann die Weberin also auch während des Levels öffnen. Das ist nice to know. Oder wie LeFloid immer so schön sagt, nice to know. Verdammt. Da sind wieder Ogre. Da hinten halten wir mal einen Feuerball rein. Na komm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch rüber. Ja, gerade nicht. Keine. So, jetzt haben wir wieder Energie gehabt für einen weiteren Schuss. Und ich höre schon wieder genau Jäger. Fällt mir das? Es ist mir relativ egal. Viel tun die uns nämlich nicht. Uiuiuiui, machen die einen Schaden. Hallo. Dankeschön und tschüss. Ach, ihr wollt mitkommen. Na, dann kommt ihr mal mit. So. Irgendwo lebt da noch ein Feuerover. Einfach weil ich es kann, das Geld nochmal schnell ausgeben. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet. Während des Fallens getanzt. Sehr schön. Gut. Das war jetzt eine etwas längere Folge. Dafür waren es wieder 2 Level. Können uns eh nichts leisten. Hatten wir beim letzten Mal schon geguckt. Und beim nächsten Mal gucken wir uns die Grube an. Hatten wir nicht schon eine Güllegrube? Mal gucken. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Orcs Must Die. Ciao.